Frühe Neuzeit. Das klingt irgendwie komisch. Ich dachte immer, nach dem Mittelalter kommt die Renaissance. Stimmt, aber nur für die Länder südlich der Alpen. Ah, du weißt, worauf ich hinaus will. Wiedergeburt, lateinisch Renaissance. Eine Kulturrevolution im 15. Jahrhundert, als die reichen italienischen Stadtstaaten auf die Philosophie der alten Griechen zurückgriffen, um sich von der Macht der römischen Kirche lösen zu können. Und so etwas wie eine Renaissance gab es halt nördlich der Alpen nicht so richtig. Selbst Dürer musste nach Venedig reisen, um sich in seine Malkunst inspirieren zu lassen. Dafür gab es aber Luther und Melanchthon, die den Papst zum Teufel schickten. Worauf nördlich der Alpen das Volk mit Knüppel in die Kirchen stürmte und alles Kunstwerk kurz und klein schlug. Bildersturm. Großartig. Ich wäre dort so gern dabei gewesen. Die Wende 89 hat dir wohl noch nicht gereicht. Okay, das war auch cool. Aber damals haben wir kaum was weggeschmissen, bis auf ein paar Parteiabzeichen oder FDJ-Hemden. Eigentlich haben wir im Gegenteil die Flut der Bilder erst in das graue Land gelassen. Vor 500 Jahren war es andersrum. Allen Kirchenschmuck zerschlagen und später in die kahlen Wände zerstört. Aber es entstand auch etwas revolutionär Neues. Beispielsweise Dürer in seinem Jesusgleichen frechen Selbstporträts. Die Geburt des Ichs. Die Wiedergeburt des Ichs. Wiedergeburt. Renaissance. Frühe Neuzeit. Muss das ein cooles Leben damals gewesen sein?